Herzlich willkommen am 21.06.2020. Es ist Sonntag. Ich war nicht mit Essen, weil ich zu starke Nierenschmerzen hatte. Ich habe gestern auch nachts meine Mutter angerufen, damit sie mich zur Seite dreht, weil ich's kaum mehr ausgehalten habe. Ich dürfte jetzt eine Nierenbeckenentzündung haben. Eine richtige. Zumindest links. Und wir überlegen, ob wir morgen ins Spital fahren. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass ich ins Spital muss. Aber das werden wir morgen entscheiden und je nachdem, wie es mit den Schmerzen geht. Weil mir auch irrsinnig schlecht ist von dem Medikament. Und es wäre blöd, wenn ich jetzt ins Krankenhaus komme, aber wegen den Stunden meiner Assistenten. Aber was soll man machen? Kann man nicht ändern. Aber wir glauben alle drei, dass Antibiotika nicht viel an der Blasenentzündung ändert und an der Nierenbeckenentzündung, weil sonst wird es langsam wirken und die Schmerzen weniger werden. Aber das tut sie eben nicht. Und deswegen überlegen wir halt morgen ins Spital zu fahren und mich stationär aufnehmen zu lassen. Ich weiß nicht, wie es mit den Besuchsregelungen jetzt ist in St. Pölten, aber wenn mich zumindest meine Eltern besuchen kommen können, dann reicht mir das schon. Aber ja, das ist nicht so einfach jetzt mit Corona und so. Stimmungsmäßig geht's mir eigentlich ganz gut. Außer, dass ich extrem müde bin. Wahrscheinlich auch von dem Medikament. Das ist halt. Ich fühle mich halt richtig krank. Und mir tut auch alles weh und ja, ich bin die ganze Zeit müde und kann mich kaum wach halten. Bin auch heute Vormittag mehrfach eingeschlafen, als ich auf meine Eltern gewartet habe. Die waren circa bis 2:30 weg. Und ich war nicht mehr fähig, ein Video zu machen, weil ich so müde war und meine Nieren so wehtun. Mir tut sogar das Sprechen weh. Aber ja. Ich find's gerade noch so aushaltbar, aber wenn es jetzt noch recht viel schlechter wird, dann bin ich auch fürs Krankenhaus, aber es ist halt fraglich, ob mich die aufnehmen. Jetzt in der Corona-Zeit. Und weil es halt eben nur eine Blasen- und Nierenbeckenentzündung ist und die eigentlich konventionell behandelt werden kann. Ohne Spitalsaufenthalt. Normalerweise, was ist bei mir normal? Sonst geht's mir, wie gesagt, ganz okay. Oder eigentlich gut. Ich muss noch Kerstin schreiben, das mache ich jetzt dann. Weil die hat sich auch gewünscht, dass ich ihr rückmelde, wie es mir geht. Und heute ist schon Sonntag und es ist noch nicht so spät, es ist erst 18:20 Uhr. Ich bin halt früher ins Bett gegangen, weil ich einfach so unendlich müde bin.
und schon so ewig lang sitze und mir auch der Hintern schon wehtut. Und sonst war heute echt nicht viel. Meine Eltern sind nach Hause gekommen und haben sich hingelegt ins Wohnzimmer zum Fernsehen. Und ich bin halt im Büro gesessen und habe am Computer was gemacht, YouTube-Videos geschaut und so. Und das war so ziemlich das Einzige heute. Deswegen habe ich wirklich nicht viel zu erzählen. Aber ich wollte mich kurz melden, damit ihr wisst, wie es mir geht und wie es momentan ausschaut. Und dass es sein kann, dass ich mich ab morgen einige Tage nicht melde, weil ich sicher kein Einzelzimmer bekomme und ja, da das Video machen fast unmöglich ist. Und sollte aber morgen ein Video kommen, dann bin ich zu Hause und wir sind nicht ins Spital gefahren, oder ich habe doch ein Einzelzimmer bekommen. Ich glaube, das gibt es so hoch gar nicht. Soweit ich weiß. Zumindest auf der alten Station nicht. Auf der neuen war ich ja noch nicht. Und ich habe halt jetzt voll Angst vor dem Katheterwechsel, wenn die Blase so hoch entzündet ist, tut es natürlich doppelt so weh. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Ich halte schon einiges an Schmerzen aus, aber das ist wirklich sehr unangenehm und tut wirklich sehr weh und das muss nicht sein. Und deswegen, na gut, ich wünsche euch einen schönen Abend oder Tag, wann immer ihr das Video seht. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.